Guten Abend und herzlich willkommen. Heutiges Gedicht: Der Bahnstreik und seine Folgen. Der Lokführerstreik fand gestern sein Ende. Bahn- und Lokführergewerkschaft verhandeln die Hände. Eine gute Nachricht für alle Parteien, besonders für die deutsche Wirtschaft frei von Leiden. Denn die Schäden waren groß, nun kehrt die Normalität zurück. Stornierungen und Umbuchungen ein komplexes Spiel. Ausweichmanöver bei Bahn und Lieferungen, das war viel. Der Aufwand ist schwer kalkulierbar in Zahlen versteckt. Noch schwieriger sind die Kosten, die die Wirtschaft weckt. Der Bahnstreik brachte große Schäden für Privatleute, Geschäfte und Fracht war das ein harter Stoß. 25 Millionen Verlust am Tag laut Bahnsprecherin. Diverse Branchen leiden, der Transportausfall im Spiel. Stahl, Chemie, Auto, das Schicksal sehr viel. Die Hockhöfen, 5 an der Zahl, 3 bis 4 Züge täglich. Erz und Kohle, die Qual. Ein erloschener Hockhofen, Schaden im Licht, Versorgung essentiell. Das Gesicht für den Umbau zur Klimaneutralität bereit. Die Branche braucht Stabilität in dieser Zeit. Die Chemie ist ein Riese in Schüttgütern gebettet. Grundstoffe, Vorprodukte, alles hier verwebt. Über Bahnfracht rollen täglich 30.000 Tonnen Güter. Nach dem vorläufigen Streikende, Bahn rollt wieder an. Die Schäden im Frachtgeschäft sind eine harte Bahn. Deutsche Bahn, Marktanteil geschrumpft nur 40% hier. Private Konkurrenten dominieren, das wird klar. Ganze Züge schwach im Industriegeschäft. Im kombinierten Verkehr eine Hürde, die erschreckt. Container auf Straße, Schiene geteilt, ein ausgefallenes Zug Konsequenzen verteilt. Die Autoindustrie spricht von 12.000 Autos jeden Tag, exportiert, verschifft, ein logistischer Schlag. Bestreikte Züge, keine Wartezeit hier. Schiffe sind halb voll, während Porsche stranden, so passiert hier. Der Streik ist vorbei, doch die Probleme sind geblieben. Im Hafen ist kein Platz. Das Weiterfahren wurde vertrieben. Ein neues Schiff finden kostet Zeit. Der Frachtweg nach dem Streik bleibt weit. Das Kundenverständnis wurde nicht gefragt im Streit. Die Lokführergewerkschaft hält an ihren Forderungen fest. Eine 35-Stunden-Woche, das ist das Ziel für die Zeit. 2028 anvisiert. Sie kämpfen mit Freude und sind bereit. Erfolgreicher Streik, so wünschen sie sich das Ende. Keine Bewegung der Bahnspitze, keine Wende. Es wird weiter gestreikt, wenn der Stillstand besteht. Eine Arbeitsniederlegung, die länger verweilt. Inmitten des Streiks, die Fahrgäste fröstelnd zu Fuß zur Arbeit eilend. Die Ökologie schwindet, das Auto triumphiert erneut. Der Wagenlöse vertraut auf seine Füße. Die Füße tragen Hoffnung, doch versagen sie im Gang. Derjenige muss bleiben, ungewollt im Streik verlangen. Der Arbeitgeberblick bleibt offen. Verständnis oder nicht, die Frage bleibt im Raum. Bis März beginnt, ruht der Streik. Gewerkschaft gibt nun Ruhe, doch im öffentlichen Personennahverkehr droht erneut die Stille wie zu Wut. Erholung bleibt verborgen, keine Aufsicht in Sicht. Die Lage bleibt unklar, ein ständiges Gedicht. Der Lokführerstreik führt zu einer Belastung. Volle Busse, knappe Mietwagen, teure Flüge. Milliarden Euro Verlust, die Wirtschaft in Aufruhr. Die Folgen des Streiks sind weit und breit. Das war Negus Ben-Simon für alle Freunde der Poesie. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.